Ah, Powder Ganger. Veronika. Eine Frage der Perspektive. Wo ist Veronika? Stimpak benutzen. Oh, hallo. Ich werde dich finden. Ich bin hier. Ich werde dich finden. Wohl gedacht, dass man sich verstecken kann, was? Macht Spaß? Mädel. Bisschen mehr Abstand, bitte. Genauso wie Eddie auch. Muss der überhaupt? Lasergewehr lassen wir ihn mal. Was haben wir da denn? Kleinkalibergewehr. Sah aus, als wären da Minen drunter. Was ist denn das hier? Da sollte ich vielleicht mal ein Red X nehmen. Red X. Und beim Scharfschützen müssten wir mal auf Panzerbrechend wechseln. Toxic Cave. Ja, es ist so viel zum Thema Zurückhaltung. Ach, jetzt habe ich das Maulwurfsrattenfleisch mitgenommen. War da nicht noch einer? Oh. Körkchen. Noch mehr Körkchen.
wäre ich ja ganz nervös, wenn der die ganze Zeit immer die Melodie spielt. Merk schon, die ganze Bude hier ist verstrahlt. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Gucken wir mal. Leuchtende. Oh, Munition. 10 mm Hohlspitz. Redex. Energiezellen. Oh, wie schön. Ein Strahlenschutzanzug. Tja, dann ziehen wir doch den an. Wenn der hier schon mal so rumliegt. Dazu kann ich nicht meine autoritäre Brille tragen. Bin ich ja total außer Style. Huiuiui. Eine Sprengstoffkiste. Geht's hier aber auch nicht weiter, habe ich den Eindruck. Nö. Sonst scheint da nichts zu sein. Da auch nicht weiter. Der wilde Ghoul ist leer. Oh, wer liegt denn da? Hallo? Jarvis Orders. Gucken wir uns die doch mal an. Jarvis Orders. The sewer is a radiation cesspit. This is strictly a search and destroy mission. We need all hostile purges from this area. Take no prisoners and only use supplies from the safe zones. Okay. Philippines Rezepte. Dies ist ein Stapel handgeschriebener Rezepte, deren zahlreiche durchgestrichene Abschnitte und gekritzelte Randbemerkungen auf eine eher experimentelle Natur hinweisen. Das Rezept, das wohl schon die meisten Änderungen hinter sich hat, nennt sich Süßes Kalb. Die Anmerkungen lassen jedoch auf die Absicht schließen, dass das Gericht nicht nach Kalb, sondern nach Menschenfleisch schmecken soll. Okay, Streichholzbriefchen. Auf der Rückseite des Streichholzbriefchens steht folgendes gekritzelt. Dampfbad, 16 Uhr. Ja, da bei der Verabredung waren wir ja. Okay. Also rein und wieder raus aus der Höhle. Rein ja, aber mit dem Raus scheint da wohl nicht viel raus geworden zu sein. Hier geht's nicht weiter. Da hinten waren wir ja drin. Komisch. Irgendwo.
Ach, Geckos. Sollten uns nicht weiter interessieren. Ja, gut. Jetzt haben wir den Ort hier auch schon gefunden. Weltkarte. Gucken wir mal. Was haben wir denn noch hier? California Sunset Drive-In. Und das Canyon Wrack. Wrack. Ivanpa Trockensee. Und die Rennstrecke haben wir auch noch nicht gefunden. Sagen, ich sollte mich mal umziehen. Seh doch ein bisschen. Obwohl die autoritäre Brille da mit, sieht doof aus. Ja, wir sollten zum Strip zurückkehren, würde ich mal sagen. Machen wir das doch. Zurück zum Strip. Camp McCarran vergöttert. Nordtor des Strips. Ich kann mich nicht schnell bewegen, wenn Feinde in der Nähe sind. So viel dazu. Hätte ich vielleicht die Panzerbüchse nehmen müssen. Aber ja gut. Auf jeden Fall haben wir das Vieh wohl vertrieben. Nordtor des Strips. Auf geht's! Schon wieder Durst. Sollte auch mal gucken, wie es mir geht. Inwieweit ich denn jetzt verstrahlt bin. Oder eben auch nicht. Ein bisschen Hunger habe ich. Durst enorm. Zustand, mir geht's blendend. Halt hier. Und dann trinken wir noch mal zwei Wasser drauf und dann sollte es uns wieder fantastisch gehen. Jo, Lucky 38. Gomorra. Da werden wir wohl auch noch das ein oder andere Mal ein- und ausgehen. Hier kommt man kaum zum Schlafen. Ja. Gucken wir mal Vault 21 und geben erstmal dem Mädel die ganzen Klamotten. Da dürfte die sich wohl, würde ich sagen, drüber freuen. Können wir auch direkt zu Michelangelos gehen und im Anschluss dann zum Botschafter. Mal alles in einem Abwasch erledigt.